Der Star dieses Sommers heißt Freya. Ob im oder auf dem Wasser, die Walrossdame sorgte für mächtig Aufregung bei den Norwegerinnen und Norwegern. Im Oslofjord, direkt vor der norwegischen Hauptstadt, hatte sie offenbar ihr Glück gefunden, nachdem sie bereits in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Schweden gesichtet wurde. Sie kam hier angeschwommen, hat mich angeschaut, ist dann unter dem Boot verschwunden und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht und die Menschenmenge ist ihr hinterher. Freya löste einen regelrechten Walross-Rummel aus. Täglich kamen Menschen angereist, um das 600-Kilo-Koloss zu bestaunen. Trotz Warnungen der Fischereibehörde wagten sich viele viel zu nah dran, sprangen sogar zu dem Tier ins Wasser. Zu gefährlich, sagte die Behörde und entschied, Freya einzuschläfern, aus Sicherheitsgründen. Wir mussten uns entscheiden, ob der Tierschutz oder die Sicherheit der Menschen wichtiger ist. Und es war offensichtlich, dass es einige Situationen gab, in denen das Leben der Menschen in Gefahr sein konnte. Und so mussten wir die Entscheidung treffen, sie zu töten. Die Kritik von Umweltverbänden ist groß, denn andere Optionen wie eine Umsiedlung wurden verworfen. Stattdessen wurde zur Spritze gegriffen. Und das, obwohl Walrosse zu den gefährdeten Tierarten gehören. Wir haben so gehofft, dass man sie nicht tötet. Wir haben es so gehofft. Nun ist Freya tot. Ein verhängnisvoller Ruhm, für den sie am wenigsten konnte.